Hallo, liebe Schüler. In diesem Video möchte ich euch eben zeigen, wie wir diese Form herstellen. Und wir sehen hier, ich werde mal diesen Stempel ausblenden. Da gibt es ein Werkzeug, das heißt Follow Me. Ein fantastisches Werkzeug, genauso verrückt wie das Drücken-Ziehen-Werkzeug. Und zwar zeige ich dir mal kurz, worum es da geht. Angenommen, du hast hier mal so eine Fläche. Und du schneidest dir die ein bisschen zu. Du weißt ja, mit dem Linienwerkzeug schneidest du eigentlich eher in SketchUp die Dinge zu. Und ich werde das jetzt einfach mal hier löschen. Und wenn wir dann uns dahinstellen und zum Beispiel so eine schöne Linie auf dem Boden zeichnen, und zwar direkt daran. Schaue jetzt mal hier hin. So. Und diese Linie vielleicht noch verlängern. So. Diese Linie liegt jetzt hier ganz einfach auf dem Boden. Dann kann ich diese Fläche an dieser Linie entlang schieben. Und wie das geht, das zeige ich dir. Vorher drehe ich aber diese Fläche noch so, dass sie genau richtig liegt. Ich stelle sie hier mal so hin. Und jetzt klicke ich die Linie an, drücke die Shift-Taste, weil die zweite Linie muss ich auch anklicken. Das ist der Pfad. An dem möchte ich diese Fläche entlang schieben und jetzt klicke ich auf das Follow Me Werkzeug und auf die Fläche. Und schon habe ich hier so ein Profil erstellt von dieser Fläche. Nun, du kannst dir schon denken, was jetzt kommt. Ich brauche wieder so einen Pfad und zwar hier genau an der Kante. Und zwar, jetzt muss ich mir diese Kanten auswählen, an denen ich dieses Profil entlang schieben will. Ich wähle die erste Kante aus, drücke jetzt die Shift-Taste. Das ist die Hochstell- oder Großschreibtaste auf der linken Seite deiner Tastatur. Dann die zweite Linie, die dritte Linie, die vierte Linie und die fünfte Linie. Jetzt habe ich alle Linien angeklickt. Dann klicke ich auf das Follow Me Werkzeug und jetzt hier auf die Fläche. Und ihr seht, ich habe hier jetzt diesen Stempel erzeugt. Der steht schon ganz selbstbewusst da. Ja, und da sehe ich hier noch einen Fehler. Da sehe ich hier so eine Fläche, die hat SketchUp irgendwie vergessen. Die klicke ich mal kurz an. Oder ich klicke diese Fläche an. Das musst du gleich löschen, weil das hilft nichts. Hier sehe ich zum Beispiel auch diese Fläche. Wenn wir wollen alle Flächen in unserem Objekt auf weiß stellen, ganz wichtig. Und ich hatte dazu schon erklärt, dass SketchUp wirklich bei einer Fläche zwischen vorne und hinten unterscheidet. Und zwar in dem Fall hier, wenn du ein Blatt Papier eben zeichnest. Dann sagt es, das ist die helle Fläche, das ist die Vorderseite und die Rückseite schaut dann dunkel aus. In dem Fall klicke ich mir jetzt diese Fläche an, die hier so komisch eben ausschaut und klicke mit der rechten Maustaste auf diese Fläche und dann gibt es den Punkt Flächen ausrichten. Und wenn ich das mache, dann richtet sich diese Fläche nach den anderen Flächen aus, die hier alle weiß sind. So sind alle einheitlich weiß und es kann kein Fehler entstehen. Gut, da hätte ich jetzt diese Stempelform. Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Griff und das zeige ich dir im nächsten Video.